Der polnische General Józef Haller von Hallenburg. Józef Haller entstammte der Krakauer Haller-Familie und wurde auf dem Familiengut Jurzyce, im damaligen Galizien geboren. Die Familie war deutscher Herkunft, der erste Haller, Johann, ein berühmter Verleger und Drucker, kam um 1482 nach Polen und wurde Ahnherr einer langen Reihe von sehr vermögenden Kaufleuten, Gelehrten und Gutsbesitzern in Krakau und Umgebung. Die streng katholische Familie hatte große Verdienste im Kampf um die polnische Unabhängigkeit, der Vater kämpfte im Januaraufstand von 1863, der Großvater mütterlicherseits war Rittmeister der polnischen Armee 1830. Nach der Matura nahm Józef Haller das Studium an der Artilleriefakultät der Technischen Akademie in Wien auf, beendete es als Leutnant und trat 1895 in die kaiserlich-königliche Armee ein. Haller diente 15 Jahre, bis 1910, im 11. Artillerieregiment, das in Lemberg stationiert war. Er verließ die kaiserlich-königliche Armee als Hauptmann und erzählte später darüber in seinen Memoiren: Ich konnte nichts mehr Neues lernen, so verließ ich die Armee, um meinem Vaterlande auf eine andere Weise zu dienen. Nach dem Abschied aus dem Heer war er in der Konsumgenossenschaft und in der Pfadfinderbewegung in Galizien tätig. Das bis heute geltende Abzeichen der polnischen Pfadfinder geht auf seinen Entwurf zurück. Außerdem organisierte er Arbeitskreise der Turnbewegung Sokół Falke. Kurz nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges gab die kaiserliche und königliche Regierung die Bildung von polnischen Legionen bekannt. In Lemberg sollte die Ostlegion gebildet werden, wobei Haller eine energische Tätigkeit entfaltete. Es gelang ihm, aus so verschiedenen politischen Gruppierungen wie Mitgliedern der Falkenbewegung, der Bauernbewegung und der Pilsudski-treuen Schützenbewegung die ersten Bataillone zu schaffen, in denen auch Bürgerkongress Polens dienten. Die Niederlage der kaiserlich und königlich Armee im Kampf gegen die Russen führte indessen dazu, dass Ostgalizien mit Lemberg von der russischen Armee besetzt wurde. Die noch entstehende Ostlegion konnte nicht an Kampfhandlungen teilnehmen und wurde im Sommer 1914 aufgelöst. Bald wurden jedoch neue Legionen organisiert, bei denen Haller das Kommando des 3. Regiments in der 2. Brigade erhielt. Zusammen mit seiner Brigade begab sich Haller an die Front in den Ostkarpaten, wo die Legionäre unter sehr schweren klimatischen Bedingungen die ungarische Grenze vor dem Angriff der Russen schützten. Die 2. Brigade führte einen schweren Stellungskrieg gegen die Russen in Galizien, der mit einem Sieg der Polen in der Schlacht bei Rafajowa endete. Haller wurde zum Oberst befördert. Im Mai 1915 wurde Haller in einem Autounfall schwer verletzt und musste 10 Monate in einem Militärkrankenhaus verbringen. Nach der Rückkehr zu den Legionen wurde zum Kommandeur der 2. Brigade der Legionen ernannt. Aus Protest gegen die Bestimmungen des Friedens in Brest-Litowsk durchbrach Haller mit seiner Brigade die russisch-österreichische Frontlinie und vereinigte sich mit polnischen Formationen in der Ukraine, die aus ehemaligen Soldaten der Zarenarmee bestanden. Er wurde zum Befehlshaber des 2. Polnischen Korps und zum Generalmajor befördert. Die deutschen Militärbehörden sahen jedoch die Anwesenheit dieses Korps in der Ukraine als Verletzung des Friedens von Brest-Litowsk und ließen Hallers Soldaten bei Kaniowa angreifen. Nach verlustreichen Kämpfen, deutscherseits 1500 und polnischerseits 1000 Tote und Verwundete, musste das 2. Korps kapitulieren. Dem General gelang es, nach Moskau zu fliehen, wo er den Vorsitz des polnischen Militärkomitees übernahm. Haller fuhr über Murmansk nach Frankreich, wo er vom polnischen Nationalkomitee den Auftrag bekam, eine polnische Armee zu organisieren. Sie bestand aus Polen, die in der französischen Armee dienten,
aus polnischen Kriegsgefangenen und teilweise aus polnischsprachigen Freiwilligen aus den USA. Die Armee erhielt französische, blaue, Uniformen und wurde deshalb Blaue Armee genannt. Sie wurde von den Staaten der Entente als die einzige rechtmäßige und alliierte polnische Armee anerkannt. Ihre ersten Kampfhandlungen führte sie unter Hallers Befehl gegen die Deutschen in den Vogesen und der Kampagne durch. Am Ende des Ersten Weltkrieges zählte sie 100.000 vorzüglich ausgebildete und ausgerüstete Soldaten. Nach dem Ende des Krieges wurde die Blaue Armee bis Ende Juni 1919 in versiegelten Waggons mit der Eisenbahn durch Deutschland nach Polen verbracht. Haller selbst erschien in Warschau und wurde von der Bevölkerung enthusiastisch begrüßt. Polen befand sich damals im Krieg gegen die Ukraine. Es ging um den Besitz der Stadt Lemberg und weiterer Gebiete, die eine starke polnische Minderheit und oft, wie Lemberg, eine Mehrheit hatten. 1919 bis 1920 überwachte Haller mit seinen Truppen die Übergabe des polnischen Korridors und einiger Teile von Westpreußen an Polen gemäß den Bestimmungen des Versailler Vertrags. Am 10. Februar 1920 in Puck war er die Hauptperson der feierlichen Zeremonie der Heirat Polens mit dem Meer. Unter Anwesenheit von hohen Staatsdignitären warf er einen goldenen Ring mit den polnischen Staatswappen ins Meer. Seit 1919 tobte auch der polnisch-sowjetische Krieg. Haller wurde zum Generalinspekteur der Freiwilligen Armee ernannt, die er vorzüglich organisieren konnte. Während der Schlacht bei Warschau standen seine Truppen im Vorfeld der polnischen Hauptstadt. Am Ende des Kriegs war er Kommandeur der Nordostfront. Die nachfolgende Karriere Hallers in der Armee war eher kurz und dauerte nur bis 1926. Bis zu diesem Jahr war er Generalinspekteur der Artillerie und wurde nach dem Maiputsch des Józef Piłsudski vom Mai 1926 in den Ruhestand versetzt, da er sich auf die Seite der gestürzten Regierung gestellt hatte. Er war ab 1921 Vorsitzender des Bundes der polnischen Pfadfinder und Abgeordneter im Sejm auf der Liste der Christdemokraten. Nach dem Maiputsch hielt er sich eine Zeit lang von der Politik fern, bis er sich 1936 an die Spitze der um Ichnacki Paderewski gruppierten Opposition, Front von Morges, gegen das Post-Piłsudski-Regime in Polen stellte. 1937 wurde er Vorsitzender der neuen Christdemokratischen Partei der Arbeit. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges entkam Haller über Rumänien nach Frankreich, wo er sich zur Verfügung des neuen Chefs der polnischen Exilregierung, Ladislaw Sikorski, stellte, aber nur zum Minister ohne Arbeitsbereich ernannt wurde. Nach der Niederlage Frankreichs begab er sich nach London, wo er die Stellung eines Bildungsministers in Sikorskis Exilregierung hatte. Nach dem Ende des Kriegs blieb Haller in London und starb dort im Jahre 1960 im Alter von 87 Jahren. Mit der Politik der polnischen Exilkreise beschäftigte er sich nicht. Die Urne mit seiner Asche wurde nach Krakau überführt und in der Krypta der Garnisonkirche zur Heiligen Agnes bestattet. Wir laden Sie ein, unseren historischen Kanal zu abonnieren. Klicken Sie auf das schwarze Pro Patria Poland Team Symbol und abonnieren Sie. Vielen Dank und bis bald.